Mein Leben zieht an mir vorbei. Dinge, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen Scheißkompressor! Ich werde Spenden für deine Familie sammeln, Super Craig. Meine Schuhe halten nur Reibungshitze aus. Was machst du da? Bist du irre? Ist dir klar, was für eine Furzkraft man dafür bräuchte? Scheiße, das macht sein Arschloch. Was ist passiert? Der Neue hat mit dem Schlauch im Arsch die Lava weggefurzt. Au. Schnappt euch Chaos, ich versuche Supercrack zu stabilisieren. Au, fuck! Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war eine Injektion ins Herz, ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Supercrack, du hast viel abgekriegt. Geht ihr, ich stabilisiere ihn weiter. Hey, das war echt cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Wir sind ein klasse Team, voll Arsch. Komm mit mir, Wunde Arsch. General Disaster? Bist du da? General Disaster? Sie sind alle verbrannt, oder? Scheiße! Okay, Wunderarsch, wir müssen auf den Wasserturm, um ein bisschen Furz-Kur-Action zu machen. Vergesst es, Ordnungsfanatiker! Hier ist Chaoszone! Und stell den da mal ruhig, der ist super nervig. Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt sicher auch was ein. Toolshed hat, was du brauchst. Geschafft! Wollt ihr aufgeben? Dann hätte ich meinen Job gemacht. Hey, was ist da unten los? Ihr werdet für alle Schäden haftbar gemacht. Wir müssen einen Weg darauf finden und mit wir meine ich dich. Nette Zeitmanipulation. Okay, wir sind startklar, also rauf da. Schnucki. Kannst du irgendwas gegen die Lava ausrichten? Toolshed hat, was du brauchst. Geht doch. Okay, dann mal weiter, Vollarsch. Thank you.
Die ganze Stadt wird brennen und Chaosfeuer wird die Welt verzehren. Chaos bestraft seine Feinde. Ein weiterer Tag, ein weiterer Peso. Los, Mundarsch! Schaut alles raus. Ja, machen wir sie platt. Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Pandemonium! Au, du bist sowas von tot. Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. Holzschnitzer! Wie dumm muss dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Wenigstens habe ich einen Dad. Kinder, jetzt auch hin? So eine geile Scheiße will ich öfter sehen. Ich schlag das Kind, sieh! Au! Au, fuck! Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Riecht verbrannt. Ich bin drin. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Der Kite wird's dir zeigen. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Todesschrauber! Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz. Listo. Au! Immer nur mi trabajo. No quiero morir. Lauf heim zu Mama, du Schwach. Überall Blut. Kein Power! Du bist dran, Neuer. Feind erledigt. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Das könnte brennen. Ja. Ich frag mich, ob deine Actionfigur das auch könnte. Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder. Nimm das. Ich höre Katzen. Thank you.
Hey, was zur Hölle? Wer ist das? Oh mein Gott, der Selbstjustizler. Ganz genau, der Kuhn. Und so ein kleines fettes Kind. Wo ist diese Katze? Das ist echt Qualitätsware. So eine Katze würde direkt an den Boss gehen. Du Idiot, du sollst sie nicht erwähnen. Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen. Gerechtigkeit von oben! Bin ich jetzt endlich dran? Kuhn, Kuhn! Vorsicht! Danke fürs Rumstehen wie ein Regenscheinwerfer. Mein Werkzeug ist bereit! Die gehören meinem Dad, ich brauche sie also zurück. Los geht's, Neuer! Deckung! So geht's! Vorsicht! Au! Ich geb's zu, du hast Potenzial! Ihr wisst nicht, mit was ihr... Alter, was soll ich jetzt auf Welt aus? Callgirl ist online! Deckung! Fühlt den Zorn von Klugenkeit! Pew, pew! Vorsicht! Aus dem Weg, Kuhn, Freunde. Daddy ist da. Platz für den Kuhn! Wow, pass auf! Nicht schlecht für den Trollkönig. Oh! Finger weg von meinem Korgal. An die Arbeit! Entdeckung! Der will was von mir. Bereit machen für fieses Blinzeln. Am Start. Du kriegst das hin.
nicht neuer. Okay, hör zu. Das hier ist nicht unser Ding. Der große Boss hat alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sechsklässler, alle arbeiten für ihn. Wir tun nur die Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol. Wer ist der große Boss? Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Wir sind tote Männer. Echt krass, Alter. And friends. An den Chaosballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Das ist das Ende eurer geliebten Welt. Hm. Hey! Cool, ein Feuerwerk. Diesen Helden ist dein Kopfgeld ausgesetzt! Oh, ein Feuerwerk kann so gefährlich sein? Schnappt sie euch, Chaos-Kids! Schlag sie für den Kuhn-Furz-Kiste! Bist du reif für dein Spin-off? Wow, ich bin fast beeindruckt. YOLO! Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Gütiges Chaos! Ah, das packst du, Wunderarsch! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Und los geht's! Du bist tot! Kaboom! Erwischt! Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Pew, pew! Kleiner Rückschlag! Vorsicht, Kuhn! Hier kommt der Kuhn! Das ist doch nicht fair! Spring frei! Laserbohrer! Für die Freiheit und den Perls!
Warum ausgerechnet müssen es Hunde sein? Gelasert, Mann! Jetzt endet der Rest deines Lebens. Das nenne ich Gerechtigkeit. Und los! Feuer frei! Da! Schöner Multischuss, Toolshed! Du schaffst das! Also so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Oh! Oh, hi Kid, wir kämpfen jetzt! Streng dich mal an, Alter. Au! Echt jetzt? Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kaid gleich! Boom, easy! Kraft meiner Laseraugen ernenne ich dich hiermit zum Brandopfer! Ja. Wie ein Sushi-Messer durch eine Tomate! Ich wette, nicht aus den Augen zu schießen, macht das Zielen schwerer. Vielleicht nächstes Mal. Starterlaubnis! Pew, pew. Jautsch. Toolshed kann bei Bedarf gern noch eine Runde lasern. Erledigt! Oh, nichts wie weg hier! Toolshed ist da! Nice! Was? Oh mein Gott. Er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Kuhn Friends. Kuhn and Friends, verdammt Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das ist ein absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ich präsentiere den Mecha-Lakaien Chaos Supreme. Es ist ein Trabajo. Oh, fuck, Alter. Mach
macht euch auf euer Ende gefasst, Kuhn Friends! Kuhn Enfeth, jetzt reicht's, der Wichser stirbt jetzt! Das ist euer Mecha-Untergang! Du hast dich selbst übertroffen! Danke! Starte Mecha-Vernichtungszyklus! Flieht vor der brennenden Mecha-Lava! Was zur Hölle war das? Chaos Supreme hat extra scharfe Soße! Das habe ich nicht mal gespürt! Auf sie! Zurück! Hey Leute, nicht so hart, okay? Auf sie, Wunderarsch! Mit Wunderarsch ist nicht zu spaßen. Du haust dir echt voll auf die Kacke. Du bist kalt, startbereit. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Danke, Kumpel. Darf ich? Darf ich? Den unsicherte Kopf. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Ach, meine Beine! Tiene que enviar mi cheque! Komm zurück, Lakaien! Vamos! Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten! Oh, scheiße! Eine reißfeste Folie? Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. Zieh! Oh, darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Chaos-Lakaien schon. Es liegt was in der Luft, der Human Kite. Pew, pew. Oh, alles okay, Lakaien? Ich bin sowas von bereit. Für Chaos! Totales Chaos, extra scharf! Kurz vor eurem natürlichen Feind, dem Kuhn. Mach sie fertig, Saftsack! Wunderarsch gibt ihn Saures. Spitze! Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir 3 Phasen geplant. Wie schmeckt dir das? Leider muss man Laserbohrer alle 20 Minuten wieder aufladen. Aha! Zum Wetter. Aus dem Westen nährt sich der Zorn des Kite. Pew, pew. Oh, Laseraugen gefällt mir. Ich
bin dran. Ja! Revier markieren! Ich hab keine Kackbeutel mehr. Sorry. Mecha, Mega, Angriff! Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Merke, Ziel auf das Gesicht oder in den Schritt. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Hier für dich, Arschloch! Ja! Wird wohl Zeit für eine Tetanusspritze. Eklig, Alter! Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Laserfeuer im Anflug! GG, Leute! Hoffentlich hat das jemand gefilmt! Zeit auszupacken! Von wem hast du das ganze Geld? Mattes, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Er ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pulse Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen. Und wir verdienen eine Basillion. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Butters fürs Chaos stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor. Und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Cartmans bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lang war das? 6 Jahre?
Ungefähr 6 Jahre. Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen an unserer Schule. Das Problem, von dem Coldall erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Coldall mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert! Alle Kuhn-Freunde sofort zum Kuhn-Versteck. Wiederhole, alle Kuhn-Freunde sofort zum Kuhn-Versteck. Syndikatschef Obermotz. Und du furzt ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Pussy, du sitzt in der Falle, Schmulian! Wer will zuerst? Los, bunter Arsch! Oh, das gibt garantiert eine Narbe! Der Viertklassmüll muss mal rausgebracht werden! Mikroaggression! Schlag ihn! Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Lass dich da von deinem Freund massieren. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Platz für den Kuhn! Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ging mir zu weit am Marsch vorbei. Scheiße, Super Craig. Hab mal Respekt vor deinen Kollegen. Jetzt noch. Den unsicherte Kopf. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Du bist voll am Ende! Dafür bist du mir echt was schuldig. Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Drachen? Was für eine hübsche Leitshow. Ein verdammter Zug, Mann! Ich hab genug von dem Kack.
Genau so, mit Köpfchen. Hau rein, Neuer. Wunder aus, haut alles raus. Das läuft genau wie geplant. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Den habe ich extra für dich von ganz unten hochgeholt. Aus dem Weg, Kuhn, Freunde. Daddy ist da. Ja. Ein weiteres Opfer des Kuhn. Bereit machen für fieses Blinzeln. Pew, pew. Oh. Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Humankind. Alter, kümmere dich um deinen Scheiß. Mega-Faustschlag. Das hast du verdient. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Hast du in letzter Zeit mit Craig gesprochen? Er braucht momentan Beistand. Craig tut mir so leid. Hoffentlich vertragen er und Tweak sich bald wieder. My name's Honey Boo Boo and I'm a
Bullshit ist da! Arsch, geiler Arsch! Keine. Mädchen. Erlaubt. Keine. Mädchen. Erlaubt. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Neue Ware. Was macht ein Freedom Pearl im Kuhnversteck? Raus mit dir. Transaktion abgeschlossen. Danke für deinen Besuch des offiziellen Kuhn & Friends Store. Kuhn-Freunde, diese düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pearls ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pearls haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pearls wissen. Und warum sollten die Freedom Pearls uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Wunder Arsch tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht auftricksen. Die ändern jeden Tag nicht. Ich krieg Wunder Arsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunder Arsch braucht ihn. Na gut. Bringt Wunder Arsch in die Basis der Freedom Pearls. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Die Doppelagentensache ist ein Klassiker. Du arbeitest undercover, schieb dein Arsch. Wie ist die Stimmung bei den Freedom Pearls? Viel Glück, Arschnord. War schön, dich kennenzulernen. Bereit, mit mir die Freedom Pearls zu hintergehen? Gut. Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr...
Ich hab nicht aufgeräumt. Pass auf, wo du hintrittst. Nein, nein, nicht das Richtige. Was ist das? Nein, nein. Oh, na also. Mein Lakai, na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pals. Bartas, wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey, Dad. Ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte, bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Und so saß Professor Chaos. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem Elektro. Du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad. Hausarrest Plus. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Ich glaube, ich gebe mir den Schuss. Wenn du mein neuer Homie es nicht tust. Hausarrest Plus. Mein Dad hat mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Oh Gott, mein Dad wird extra sauer sein, wenn er merkt, was du hier machst. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Hey, was sollte das? Was sollen wir jetzt tun? Was machst du da? Musst du vielleicht aufs Klo? Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Na, Scheibenkleister. Ja.
Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Eigentlich habe ich hier drin nichts zu suchen. Komm her, kleiner Kerl. Rein mit dir. Sorry, war wohl nicht richtig drin. So, kleiner. Oh Gott, so fange ich mir sicher Hausarrest an. Okay, ich mache eine Fliege. Ciao. Du musst wirklich aufhören, so frech zu Erwachsenen zu sein. Aber das ist unmöglich! Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling. Du hast Hausarrest. Was soll das werden, Kind? Ich bin drin. Okay. Pew, pew. Sowas passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Das nenne ich Disziplin. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Ja, das wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Hau sie weg, Neuer! Was soll das werden, Kind? Ja, kein Hausarrest mehr. Was soll das werden, Kind? Bin ich jetzt endlich dran? Oh, cool. Butters, das ist deine Schuld. Tut mir leid, Dad. Hey, Dad, vielleicht weißt du schon, aber ich bin jetzt dein Superheld. Chaos! Ich könnte schwören, ich wollte gerade jemandem Hausarrest erteilen.
Nochmal Hausarrest, Butters. Okay. Das ist meine saubere Prügelstrafe. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh, Hamburger. Seid ihr Chaoten jetzt zufrieden? Oh. Versau das nicht, Blödsack. Was soll das werden, Kind? Geil! Was soll das werden, Kind? Ein frischer Wind zieht auf. Das macht mich nur noch wütender auf Butters. Na, verflixt! Butters, benimm dich endlich, oder ich schick dich zu deiner Oma. Oh, bitte nicht. Sieg! Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest. Hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich hab kein Hausarrest, ich bin hausarrestresistent. Nein! Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Hey, du hast doch Hausarrest. Puh, wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf die... Immer sachte. Noch ein Selfie? Okay! Sorry, kann jetzt nicht sprechen. Das wäre gegen die oberste Direktive.
Das ist doch der Furz in die Selbstjustizler. Oh. Widerstand ist zwecklos! Lag rein, sammeln! Du schaffst das! Du hast Potenzial. Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Hier kommt der Kuhn. Nicht schlecht, mein Teilzeitverbündeter. Eine Scheiße will ich öfter sehen. Pew, pew. Wow, gute Arbeit, Humankind. Macht euch auf Schmerz gefasst. Ha, nimm das, Bitch. Auf den Boden! Schurken, zittert vor Kuhn und Friends. Das könnte brennen. Ja! Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Hände hoch! Wir greifen uns, wir zeigen! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Da ist nur noch Matsch in der Birne. Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst. Kuhnkrallen raus. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Pew, pew. Für Kuhn and... Das war echt super, Leute! Pass bloß auf! Sorry, Superheld. Die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen. Hey, was machst du da unten? Hahaha! Glaubst du vielleicht, das könnte... Oh, oh. Geschafft! Unfair! Du hast ja echt Superkräfte im Arsch. Ich muss weg. Den ganzen Tag die prall gefüllten Bankkonten anderer Leute zu sehen?
Fick dich, du Wichser! Pass bloß auf! Hey! Was geht, Mann? Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Ich würde es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Fick dich, du Wichser! Vielen Dank für deinen Einsatz. Toolshed ist da! Geht doch! Sollen wir heute Tumult stiften oder verun... Geschafft! Hier ist die Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Chaos! Komm hier lang! Ah, da ist also Ihre Geheimtür. Ha, Sie glauben, so ein Terminal-Dings hält Professor Chaos auf? Ich hacke alles! So ein feiner Lakai. Wuhu! Ha, perfekt! Du Scheiße, sieh dir das an! Das nenne ich mal eine Superheldenbasis. Donnerwetter, die haben einen Trainingsraum, Computer und Licht. Dagegen ist die Kuhn-Basis ein Dreck. Hier könnte ich jeden Tag spielen. Was willst du hier? Ah! Oh, hey, Mysterion. Wir wollten nur mit Dr. Timothy reden. Warum? Wir finden nur, dass euer Franchise wieder aufgeschlossener ist und... Dachte mir schon, dass du hier landen wirst. Sie wollen ausspionieren, woran Timothy arbeitet. Reißen wir sie in Stücke! Nun mal langsam. Hören wir, was sie zu sagen haben. Oh Gott, wer ist das? Das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich, Professor. Du willst dem Neuen wirklich helfen, die Franchises zu wechseln? Ja, wir finden nur, dass euer Franchise wieder aufgeschlossener ist und, wir dachten, einen Wechsel bei Kuhn & Friends keine Zukunft haben. Oh Gott, der Neue hat mich gefragt, wie trete ich bei Kuhn & Friends aus und da ich Kuhn & Friends hasse, helfe ich ihm. Hast du was erfahren? Die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten. Vertraue ihr nicht, Doc. Sie dürfen nicht sehen, woran du arbeitest. Und wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? Wir werden sehen, ob Wunderarsch gute Absichten hat. Wir schicken Tupperdose auf eine wichtige Mission. Du kannst ihm dabei helfen. Brauch keine Unterstützung, schon gar nicht von dem Neuling. Sei nicht so, Tuppi. Denk an das Motto der Freedom Pals. Ja, Sanktionen, aber mit Inklusion. Ich schicke euch die Details. Wenn ihr dort seid, fangen wir an. Bis dahin muss ich wieder an die Arbeit. Sei gegrüßt, Kuhn. Nicht so schnell. Zeig erstmal, dass du wirklich zu uns gehören willst. Willst du nach hinten? Vergiss es. Der Doc arbeitet an etwas, das uns alle retten wird. Nicht so schnell. Zeig erstmal, dass du wirklich zu uns gehören willst. Zeig uns erstmal, was du kannst, Neuer. Zeig uns erstmal, was du kannst. Yeah, wir sind voll die Freedom Pals. Woo! Wuhu! Yippie!
Was geht, Freedom Pal? Oh, da sitzt Justizler. Ich träume wohl, verdammt. Oh, gleich knallt es. Stiftest. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Wir wollen Eis. Auf solche Partys habe ich keinen Bock. Gleich herrscht Chaos. Oh, meine Niedlichkeitssensoren spielen verrückt. Du bist verhaftet. Hey, was soll das? Angriffsmanöver eingeleitet. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Donnerlittchen! Das wird noch eine Weile britzeln. Chaos kommt euch holen. Synchronisiere Sprengtimer auf meiner Tupperanzeige jetzt. Das heißt, es ist böser Bulle, mega böser Bulle. Jetzt bin ich dran. Hab dich. Prügeln Sie ins nächste Jahrhundert. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Stehen bleiben, Arschgesicht! Der Professor ist getroffen! Noch einer erledigt! Ich werde dich bestrafen! Weiße. Hier komm ich, Leute, macht Platz!
nicht radioaktiv bist, Professor? Nein. Hier kommt Tupperdose. Tauschen wir. Klasse. Vereinzelte Schauer mit möglichem Chaos. Yeah! Geil! Tolles Teamwork, Superpals! Bietet dem Chaos die Stirn! Niemand! Mann, Lakaien, was ist denn los? Dein Scheck ist geplatzt. Die Schergen des Chaos möchten bezahlt werden. Ihr solltet mal an euren Stunts feilen. Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Kann mal jemand das Blut aufwischen? Ein Sturm zieht auf! Schockierend, was? Ja. Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat! Mikroaggression! Schlag ihn! Entropie! Wow! Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache! Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Diese Zeitschürze sind heftig. Ich mische sie jetzt auf. Super Tornado aktiv. Wirkte total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Ich folge dem Ruf des Chaos. Ich bin es, Wonder Tweak. Sollen. Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist cool. Das hat gesessen. Ein super Sieg. Mein Chef nimmt mich in letzter Zeit hart ran.
Also auf eine gute Art. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Gut, dass du zu jung zum... Danke, dass Tweak Brothers der offizielle Laden des furzenden Selbstjustizlers ist. Hab neue Bohnen reinbekommen, jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Hey, hier ist Callgirl. Ich warte immer noch bei den Toiletten im Park. Sind Superhelden nicht schon wieder out? Chaos fordert dich heraus! Ja, Bitch! Lass rein, sammeln! Da! Ja. Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever! Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Jetzt wird's chaotisch! Ach, es gibt schlimmere Gerüche! Nimm lieber ein Burrito zu dir. Oh Mann, bin ich dran? Ich hab genau das Richtige. Hier, Heilung! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Für Chaos! Schluss jetzt, sonst hole ich den echten furzenden Selbstjustizler. Hier rüber! Puh. Das war nur zu deinem Besten und zu meinem. Du bist jetzt ein Sklave des Chaos. Mikroaggression! Schlag ihn! Du bist jetzt Chaos, Bitch! Ich bin dran, ich bin dran! Donnerstag! Die Unterhose von dem möchte ich nicht sein. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Entfessel das Chaos! Die Flammen sehen voll echt aus, Leute! Ja. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern! Chaos! Gut gemacht! Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mac Mark III. Thank you.
direkt am Boden. Hier kommt Wondertweak. Dir blitze ich einen. Ein trauriges, aber... Geschafft! Was jetzt? Falsch, dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stell den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Furze! Jetzt nicht. Vielleicht, wenn du mehr Follower hast. Der Held wird all deine Miezis finden. Oh, wo stecken denn bloß meine kleinen Miezis? Pupsemäuschen, hast du meine ausgebüxten Muschis schon gefunden? Oh, wo stecken denn bloß meine kleinen Miezis? Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf Gas. Chaos ist sich selbst der Lohn. Thank you.
Bereit? Ja! Okay, geschafft! Wir sind echt weit oben. Einfach mal nicht furzen. Dann mal los. Wow, wow. Wir haben's geschafft. Deine Furze hauen voll rein. Bereit? Ja. Okay, geschafft. Dann mal los. Wow, wow. Jetzt stinkt mein ganzes Outfit an. Kann ich von Nutz behilflich sein? Renn lieber schnell! Bis dann! Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Hm.
suchst nach Antworten? Mr. Connor schickt beste Grüße. Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Er meinte, deiner Mutter sei ein schreckliches Schicksal widerfahren. Komisch, wie ein paar Augenblicke in unserem Leben verändern können, wer wir sind, was? Und jetzt wirst du das Opfer von Attentätern, dem sogenannten City Ninja Service. Ihr wisst, was ihr danach mit ihm machen müsst. Warte, du vergisst zu zahlen! Erst wenn's erledigt ist. Nein, 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 du buchst City Ninja Service. Du bezahlst vorher das. Steht doch auf der Website. Ihr klingt nicht besonders japanisch. Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja, ich Ninja. Siehst du Schlitzaugen? Los, gib mir Scheck für City Ninja Service. Macht erst euren Job. Okay, wir sind von City Ninja. Leider, wir wurden bezahlt, dich zu assassinieren. Und müssen das natürlich tun, oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun. $5,000. Kein Bestechungsgeld? Dann wird dich müssen ermorden. Mal bereit für Häuserkampf! Zeit für Sterben! Frangiquan! Ninja-Star! Neunakarupchi! Blitzzeit! Ah, du kämpfen wie elender Mongole! Au! Oh, du kein Respekt! Glück, echter Ninja, schwer zu treffen. Macht euch auf Schmerz gefasst! Just a fresh wound! Ziel erfasst! Super Tornado! Au. Oh, das hat wehgetan! Okay, Ninja, du zusehen! Das ist ganz spezielle Technik. Ha. Okay, brauchen Ninja Stern wieder. War sehr teuer. Schön, Pierre. Ein Sturm zieht auf. Aua. Das ist unfair. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Neue Kung-Fu는 약하구나. Bereit für authentische Shinobi-Action? Zug gelöscht. Neue Kushi Onda. Tsugumi Boinda. Ah, ein Sturm zieht auf. Leute, macht Platz! Wadi 4. Yongi는 때릴 수 없지. Ah! 진짜로 때리네. 원인자 속도와 힘.
Ninja Attack, ready to three. Aggressor neutralisiert. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Jota. Ninja Attack Power Supreme. Das Wetter schlägt um. Wonder Tweak. My trial begins. Warrior Spirit ready. Super Ninja, pump up 준비. Jetzt bin ich dran! Super Tornado, Warnung! Geschieht dir recht, du Arsch! Ihr werdet einen Wirbelwind ernten! Kleine Erfrischung! Ninja Power, umzu so da! Neue Unmengen und Jange Jassa! Ach, tschuh! Ninja Action, Junbi! Ninja Chigi! Ninja der Baller! Double mit Tool, Ultimate Ninja Power! Instincts awaken! Super Kill Attack Power! Ninja 공격 자세 준비 완료! Vektoren berechnet! Angriffssequenz beginnt! Willkommen zurück! Hey, hey, hey! Du am Boden! Bleib am Boden! Für die Zupperparty! Aktiviere den Schnelltausch! Welcher ein Gungyogiata!
predator finds its prey. Beware the tiger in the grass. Topamec upgrade bereit. Neutralisiere. Für Schlag zum Sieg! Das tut sauber weh! Manöver eingeleitet. Nimm das! Super Tornado, abgeschlossen. Hier kommt Tupperdose. Macht weiter so, Jungs. Schwer heute zu finden, gute Ninja.
Erinnerst du das Dagobah-System? Na klar, ich erinnere. Großartig. Erinnerst du City Alpha 5? Oh ja, ich erinnere. Ich erinnere! Zeig mal, was du drauf hast. Ich hab den Missionsort auf der Karte markiert. Die anderen Königreichs warten dort auf dich. Jonanda! Uri Ninja들이 죽여주마! You die so hard now! Ich spüre Chaos im Anmarsch! My body is strong! Ninja Speed fails me! Gut, kümmern Sie uns ums Wetter! Steuerung. Demonstrate Ninja Attack. Knick. Ach, es gibt schlimmere Gerüchte. Das war echt super, Leute. Sollen wir heute Tumult stiften oder für Unordnung sorgen? Ja und ja. Oh, gleich knallt es! Das Chaos lächeln mir zu. Das ist mein Wunderarsch. Sekunde, das klang falsch. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat. Mikroaggression. Schlag ihn. Verneig dich vor. Wunderarsch, reiß der Warnerarsch auf! Ich werde dich bestrafen! Aussicht lautet vereinzelte Schauer mit möglichem Chaos. Entropie! Schütz den Rektum, Furzlord! Gleich herrscht Chaos!
sicher, dass du nicht radioaktiv bist, Professor? Nein. Oh Mann, bin ich dran? Blitz und Donner! Ich hab euch alle aufgeladen! Unordnung obsiegt! Au! Fuck, jetzt gibt's schon auf! Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos! Chaos! Geil! Ein super Sieg! Ich vertraue dir nicht, Wunderarsch, aber ich gebe dir eine Chance. Kannst du das fassen mit dem Frieden? Sorry, falls ich nicht ganz... Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Wichtige Mission. Bist du bereit dafür? Hey, wird's weit! Los geht's, Freedom Pals! Wir sind zur gemeinnützigen Arbeit hier! Oh, toll! Alle mal herhören! Hier sind ein paar Kinder, um uns ein Ständchen zu bringen! Was? Ich spiel gern auf der Triangel, die Triangel macht! Und wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach... Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Ihr seid scheiße! Tut uns leid, das Kind da ist neu. Ich spiel gern auf der Triangel, die Triangel macht... Oh. Die Mandoline spiel ich auch und bei der klingt das... Wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach... Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Runter von der Bühne! Hä? Die Mandoline spiele ich auch und bei der klingt das... Ich spiele gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht! Ich spiele gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht! Wenn ich einmal traurig bin, dann macht es einfach. Das macht mir Mut. Das macht mir Spaß. Selbstjustizler aus den Nachrichten! Hä? Das ist das Kind, das mit den Drogen in der Stadt aufräumt! Der Selbstjustizler will unser Paracetamol! Was? Hä? Ah, so viele angepisste alte Leute! Oh Mann, wir müssen zum Ausgang, Freedom Pals! Ich
bin wieder da. Oh, Scheiße, was macht er denn jetzt? Gute Nachricht, ich habe einen Schild. Okay, ciao. Okay, man sieht sich. Ich bin es, Wonder Tweak. Donnerlittchen. Oh, Schwester, den Defibrillator. Los jetzt! Ja, das schaffen wir, Leute! Oh, Scheibenkleister, noch mehr Großeltern! Maximales Chaos! Für Chaos! Noch einer erledigt! Jetzt bin ich dran! Das ist aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Hier komm ich, Leute, macht Platz! Jetzt spürst du das Chaos! Führe Gefechtsprotokolle aus! Besser gemacht für das Chaos. Lauft euren Sturmbunkern. Schockierend, was? Ich brauche meine Tabletten. Euch an diesen Tag, den Tag eures Todes. Ist Chaos nicht großartig, Leute? Zeit für die Tupperparty! Schnelltausch! Danke für Ihre Kooperation.
Hier blitz ich einen! Das ist nicht gut für die Pumpe. Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Hey, lass ihn in Ruhe! Jetzt bin ich wohl dran! Oh, meine Niedlichkeitssensoren spielen verrückt. Verflixt! Oh Gott! Ich mag, wie du Chaos stiftest. War das fest genug, um dir Anstand einzubläuen? Tauschen wir. Hallo, Schild. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß die Prügelstrafe doch gemacht hat.